Shalom aus Israel, hier vom Norden des Landes. Mein Name ist Michael Schneider und wir stehen hier in Magdala, eins der neuesten und letzten Entdeckungen des Landes, erst seit 2009. Zufällig wurde diese wunderschöne Synagoge aus dem ersten Jahrhundert, aus der Zeit Jesu, entdeckt bei den Bauarbeiten eines Pilgerhauses. Diese Christen, die hier dieses Grundstück gekauft haben, aus Mexiko, Katholiken aus Mexiko, sie, ja, bei den Bauarbeiten entdeckten diese wunderschöne Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Und wir gehen jetzt auch ein Stück näher dran. Aber eins der Ziele dieses Ortes ist eine Begegnung, ein Begegnungsort zwischen Juden und Christen. Wir haben hier in dieser alten Synagoge auch Bar Mitzwa feiern. Auch das, trotz dass das Grundstück den Katholiken gehört, Christen gehört. Und das sehen sie auch als eins ihrer Ziele, diesen Ort zu einer Begegnung zwischen Juden und Christen zu haben. Jetzt gehen wir ein Stück weiter und näher dran an der schönen Synagoge, die hier zu sehen ist, in Magdala. Die Richtung ist, Betrichtung ist Richtung Süden, Richtung Jerusalem, das sieht man ganz deutlich. Hinten sieht man auch noch die tollen Fresken, Wandmalereien, kann man auch noch sehen. Und dann vorne im Zentrum sehen wir diesen berühmten Stein von Magdala, ihr seht ihn. Und er hat eine besondere, auch ein Steinrelief ist das, mit wunderschönen Dekorationen. Und sofort sieht man natürlich die Menorah, den siebenarmigen Leuchter im Zentrum. Dann die zwei Ölkrüge an beiden Seiten, das ist der Salbung, das auch im Tempel benutzt wurde. Und dann diese zwei Säulen, die wir auch an beiden Seiten sehen. Und das sind die Eingangssäulen in Jerusalemer Tempel und die auch einen eigenen Namen hatten, mit Namen Boas und Jachin waren ihre Namen. Und dann sehen wir oben auf dem Stein diese Rosetta von Magdala. Ja, das wurde auch das Symbol, auch hinter hier auf dem Mosaik auch nochmal entdeckt. Das wurde das Symbol des Ortes von Magdala. Jetzt, wir behaupten, dieser Stein war ein Pult, ja, wo die Torrolle damals bei der Verlesung des Schabbatlesungen zur Zeit Jesu dann auch gebraucht wurde. Und wir können fast sagen auch, Jesus selbst, der hier zu Besuch war in Magdala und hier gepredigt und gelehrt hat, der hat auch wahrscheinlich die Torarolle vor und auf diesem Stein liegen. Jetzt gehen wir noch weiter rumherum. Man sieht diese tolle Mosaik von der Synagoge. Und dann wieder der berühmte und bekannte Magdala, Magdala Rosetta. Auch alles original. Aus dem ersten Jahrhundert hat man alles hier in Magdala, in dieser alten Synagoge, entdeckt. Und ihr seht auch, Familien kommen hierher, lassen schön fotografieren jetzt während der Zeit. Ein Ort, der normalerweise voll mit Touristen ist, heute leer wegen der Corona. Aber dafür haben wir hier auch Zeit, einen Videoclip zu machen. Was man hier noch sieht, ihr seht viele Ausgrabungen und eigentlich waren es nur ein Meter unter der Erde, die ganzen Ausgrabungen hier entdeckt und die Stadt Magdala. Und weil diese Juden, die hier vor 2000 Jahren gelebt haben, Rebellen, Zeloten, stolze Juden waren, gegen die Römer gekämpft haben, rebelliert haben, war dieser Kampf dann 67 nach Christus. Und was wir hier sehen, eine Blockade, Straßenblockade mit allem Stein, den sie gefunden haben. Zum Teil Kalkstein, zum Teil diese schwarzen Basaltsteine. Und das war die Straße hier in der Stadt, wo es in die Stadt reinging. Und sie bauten hier
eine Blockade, Steinblockade, sodass die Römer mit ihren Pferdewagen und ihren Truppen nicht reinkommen konnten oder wenigstens das Leben schwer gemacht haben. Ja, es spricht von diesem Kampf, den sie, diese Schlacht, die Josephus Flavius hinterher noch spricht, mit Blutschlacht. Hier unterhalb der Kirche von Magdala haben wir diese tolle Wandzeichnung von Daniel Cariola und es zeigt, wie die Frau an dem Saum des Oberkleid Jesu dann berührte und wurde geheilt nach ihrer 12-jährigen Blutung. Und es ist ein Ort des Gebets. Man sieht hier auch diesen Boden, den Pflaster, alles noch original aus der Zeit Jesu, hier von Magdala aus dem 1. Jahrhundert, wo auch Maria Magdalena gelebt hat, hier nahe dem Ufer, hier am Hafen von Magdala, wo viele Menschen waren und eine Menschenmenge. Und wahrscheinlich kann man sich das auch hier vorstellen, wie diese Frau, ja, es geschafft hat, an einem Kleid, am Oberkleid, an dem Talit vielleicht, mit dem Saum, mit den Schaufäden, wie auch damals, und Jesus berührte und da geheilt wurde. Ein sehr bewegender Ort hier in Magdala, wo man dann auch Andachten halten kann und ein Gebet, eine stille Zeit.